In der 38. Ausgabe von Nightcrow ist der Hollywood-Stammtisch mal wieder mit dabei. Die Talker schauen hier zurück auf die Karriere des unerwartet verstorbenen Schauspielers Christopher Lee. In TV im Fokus befasst sich das Team mit dem plötzlich verkündeten Karriereende von Moderator Stefan Raab und die daraus resultierenden Konsequenzen für ProSieben und das deutsche Fernsehen. Im Hauptthema dreht sich alles um den Film Im Auftrag des Teufels mit Keanu Reeves, Al Pacino und Charlize Theron in der Hauptrolle. Passend dazu stand die Schauspielerin und Synchronsprecherin Alexandra Wilke, welche Charlize Theron im Auftrag des Teufels ihre Stimme lieh, dem Team von Nightcrow in einem Telefoninterview Rede und Antwort. Natürlich darf auch Kino aktuell nicht fehlen. Das Team prüft vor dem Kinostart die Tauglichkeit des fünften Terminators, Unknown User und Escobar Paradise Lost.